Ich habe es geschafft. Wie viele Stunden? 49 Stunden. Factorio durchzuspielen im Singleplayer alleine mit relativ wenig Gehilfen. Außer ein paar Roboter. Roboter. Und diese haben ja auch alles gebracht. Also ich hatte keine besonderen Kisten, wie ihr hier sehen könnt. Das Ganze hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, vor allem am Ende. Ja, weil man wusste, wie lange man noch braucht. Und ich habe hier im Inventar den Satelliten und hier haben wir die wunderschöne Rakete, die ich auch schon mal ohne Satelliten gestartet habe. Ich hoffe mal, das war's. Hier kannst du den Satelliten einsetzen. Start. Es geht los, es geht los. Da fliegt sie. Die Rakete. Jawohl. Warte nicht auf mich, ich bin zum Frühstück wieder da. Beende das Spiel. Logistiknetzembargo. Ja, da hätten wir meine Statistiken. Oh, knappe 49 Minuten. Stunden. Kills, ja, ich habe mich ein bisschen mit Monstern rumgeschlagen, ein paar Nester zerstört, ich habe mich 11-mal selber getötet und ja, hier seht ihr auch, was ich noch zerstört habe. Und Raketensilo, Statistiken, Gesendeobjekte, Satellit 1. Was, jetzt kann man fortfahren? Okay, Wiederholung speichern, fortfahren. Forschung benötigt, wird erhalten durch den Start eines Satelliten. Was? Was kann ich denn jetzt Geiles forschen? Nein. Ach, hier wahrscheinlich. Nein. Artillerie. 2000! Zwei Raketen muss man dafür abfeuern. Und hier auch nochmal. Noch was anderes. Ich klicke nochmal schnell durch. Vielleicht hier Forschungsgeschwindigkeiten. Nein, auch nicht. Na, das ist ja langweilig. Ja. Ja, das war somit dann der Einzelspieler, würde ich mal sagen. Ich schaue noch schnell auf die Karte. Also hier Kupfer. Kohle. Eisen. Kupfer. Oh mein Gott, den Viechern will ich erstmal zuschauen. Boah. Und das war's. So, wir hatten hier Eisen. Da sieht man es noch ein bisschen. Wir hatten hier Kohle. Die Kohle ist jetzt 534. Hier haben wir Kupfererz. Hier drüben haben wir Kohle, Uran, Eisenerz. Das Ölfeld, Kohle und Kupfer. Hier unten habe ich alles, was mit Öl gemacht wird, hergestellt. Da natürlich meinen Reaktor gebaut, den ich dann auch nochmal in einem separaten Video zeigen möchte. Ist jetzt nichts Besonderes, aber ich finde ihn einfach sowas von genial. Hier oben habe ich meine grauen Fläschchen hergestellt. So. Da waren es die... Ich weiß gar nicht mehr, welche Fläschchen es hier waren. Ich kann es gar nicht erkennen. Da sind auf jeden Fall die Lilanen. Auf jeden Fall die Linien und ich habe auch einen Zug ab, eine Zuglinie den Boden gleich gemacht, weil ich sie nicht mehr gebraucht habe. Wir haben hier unten unseren Panzer, mit dem ich hier schon ein bisschen was zerstört habe. Wir haben hier unten eine Zuglinie, wir haben hier eine Zuglinie, wir haben hier eine, dort eine und dort eine und dort eine. Ja, da hat man hier nochmal unser kleines Kraftwerk, die ganzen Produktionsstätten. Und im Herzen das Raketensilo. Oh ja, ich freue mich so sehr. Ich freue mich auch hierüber. Und damit danke fürs Zusehen.